Ja, heute mache ich die Agio Farango Schlucht. Sie ist in der Mitte von Kreta, ganz unten im Süden. Und sie endet in einer Bucht. Und empfangen worden bin ich schon von den vielen hier. Begutachten gerade mein Auto. Der Weg bis hierhin war sehr holprig. Gefühlte 5 Kilometer können auch gewesen sein, nur über Schotterpiste, in tiefen Schlaglöchern. Also sollte man seinen Privat-Pkw nicht zumuten. Besser ist natürlich, wenn man einen Geländewagen hat. So, wollen wir mal sehen, was die Schlucht so bietet. Ja, als erstes muss man hier drüber klettern, man kann nichts aufmachen. Ich bin gerade 100 Meter vom Eingang weg, vom Tor. Und es tritt schon wieder sofort die Stille ein, die Ruhe. Ja, nach 200 Meter hört man selbst die Ziegen nicht mehr. Ja, wir haben jetzt 10.30 Uhr morgens. Die Sonne kommt nicht in die Schlucht. Sehr angenehm. Ab und zu führt ein Trampelpfad aus dem Bachbett heraus. Ist natürlich schöner zu laufen als auf den dicken Steinen. Geht schön steil nach oben. Da geht jedem Kletterer das Herz auf. Ja, und weiter geht's im Bachbett. Eine Höhle. Hier ist die erste Markierung, die ich sehe. Eigentlich nicht notwendig. Auf dieser Seite ist es schön schattig. Die Westseite liegt voll in der Sonne. Yeah.
ein Brunnen. Zwei Kerzen brennen noch, das heißt, dass vor kurzem jemand hier war. Dann werden die wahrscheinlich vor mir sein. Weht doch ein schönes Lüftchen. Wahrscheinlich, weil das Meer immer näher kommt. Eine uralte Glocke. Ja, ich höre schon das Meer rauschen. Ist nicht mal allzu weit. Da hinten kann man schon sehen. Oder da vorne schon. Es war eine sehr, sehr kurze Schlucht. Ja, wieder der Hinweis, dass man alles sauber halten soll. Sieht doch alles sauber aus hier. Obwohl die Bucht von Felsen zu 75% eingeschlossen ist, ist der Wind dick. Einen Grill gebaut. Eine schöne Bucht. In den Sommermonaten legen hier kleine Schiffe an mit Touristen, die sich ein, zwei Stunden vergnügen können. Ansonsten hier hinzukommen ist der einzige Weg, wie ich gekommen bin bzw. gefahren bin. Und ich leider wieder zurückfahren muss. Die eigentliche Fahrt vom Ausschilderung hierhin hat länger gedauert als die eigene Schlucht zu wandern. Pause gemacht, jetzt geht es wieder zurück. Ja, kaum 50 Meter vom Meer entfernt, kein Wind mehr. Also ich habe den Eindruck, dass die Schlucht überhaupt kein Gefälle hat. Zumindest fällt es gar nicht auf. Für mich ist sie ebenerdig. Ich bin vorhin auch lange runtergefahren mit dem Auto.
sodass man fast auf dem gleichen Höhe ist wie der Meeresspiegel. Ja, hier hat man sogar farblich den Baum markiert. Was errichtet. Die Kleine da. Ja, auf der anderen Seite, wo ich vorhin nicht gegangen bin, Rastplatz mit Grillstelle. Immer an der Wand landen. Ja, im Hintergrund hört man wieder die Ziegen, das heißt, ich bin wieder zurück. Fazit der Schlucht, eine schöne, kurze Schlucht, die mit einer schönen Bucht endet. Wer vor Ort ist, sollte sie mitnehmen, aber sie jetzt planen, lohnt sich eigentlich nicht, weil der Anfahrweg über die Schotterpiste ist sehr holperig und lange. Und die Schlucht ist so kurz, dass man in 45 Minuten durch ist. Also man sollte nicht zu viel erwarten. Aber wer 2-3 Stündchen am Strand liegen will, dafür ist sie gut gemacht. Also, das war's mal wieder. Bis demnächst.